Fafila Oh, hallo. Sunja, verzeiht, dass ich euer Gespräch störe. Sodamin, was tust du denn hier? Er drückt dich an sich. Asaban, dasselbe könnte ich euch fragen. Nun, ich wurde eingeladen. Iphemia wollte aufbrechen und sie fragte mich, ob ich mitkommen mag. So schloss ich mich dieser Expedition an. Das ist ja interessant. Nun, sie ist vor einigen Augenblicken verschwunden. Sie schrie einmal kurz auf und ließ sich dann von ihrer Hauptfrau wegbringen. Ich weiß nicht genau, wo sie ist. Ich glaube, sie unterhielt sich mit einer anderen Marderpriesterin oder einer Hexe. Ulamin wirkt aufrichtig verwirrt. Ganz recht. Du kannst dir diese Trapina sicher anschließen in ihrem schwarzen Seidengewand. Sie sprach von Madaya Hexenauge. Keine Marderpriesterin, eine Hexe. Eine Hexe, aber hat sie sich hier kennengelernt? Ist das, müssen wir von einem Anschlag ausgehen oder was ist passiert? Wir wissen es nicht. Diese Hexen sind doch gar merkwürdig. Nun ja, dann hoffe ich, dass es ihr wohl ergeht und sie in Sicherheit ist. Aber ihr seid ja nicht alleine gekommen, nicht wahr? Nein, tatsächlich nicht. Wir haben noch eine Ehrengarde der Pfauengardisten mitgebracht. Die Reise war tatsächlich ziemlich beschwerlich. Wir wurden das ein oder andere Mal angegriffen von wilden Ferkinas und teilweise auch von anderen Hexen in diesem verfluchten Wald. Aber wir haben es geschafft und nun, kurz bevor wir das eigentliche Jerkisch erreicht hatten, bogen wir ab hinter diesen Schleier, der geöffnet wurde. Die Katze von Iphemia war da tatsächlich wohl ganz hilfreich. Und diese gefesselten Damen, die ihr dabei hattet? Ach so, die, ja. Das war wohl Attentäterin, sagte mir Iphemia. Zwei von ihnen sind Töchter von Niobaras, die werden steckbrieflich gesucht in Elborum. Und die dritte hat sie wohl verraten. Ich habe das nicht hinterfragt, ich weiß auch nicht genau, warum wir sie mitgeführt haben, aber nun, es hat Und wohl seinen Grund. nun, was wollt ihr hier? Abgesehen davon, euch mit dieser reizenden Dame zu unterhalten. Nun, Iphemia sprach davon, dass ich auf dieser Reise Hintergründe zu meiner Herrin kennenlernen werden darf. Und ich bin dem immer aufgeschlossen. Nun, mir scheint, einen Raja-Tempel scheint es in der Stadt nicht zu geben. Ich habe bereits danach gefragt. Nun, das ist bedauerlich, aber auch in Elvorum gibt es ja bisher zum heutigen Tage immer noch keinen Raya-Tempel. Der wurde uns allerdings wohl versprochen. Nun, Iphemia scheint ein wenig andere Prioritäten zu haben aktuell. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Immer wieder diese Feste. Die waren zwar wirklich galant, aber auf Dauer langweilen sie dann doch. Deswegen habe ich mich bereitwillig dazu entschlossen, diese Reise anzutreten. Ich habe mich vom Kloster Nasori abgemeldet und sie wissen darum, dass ich einige Zeit unterwegs sein werde. Shania wollte uns leider nicht begleiten. Nun, jemand muss wohl die Bauarbeiten im Blick behalten, auch wenn sie aktuell stagniert sind. Ja, genau. Aber schön, dass ihr hier seid. Darf ich fragen, was ihr hier macht? Also, dass wir uns hier über den Weg laufen in Jerikesh? So wie ich es verstanden habe, sind wir durch die Zeit gereist. Tatsächlich. Und hat sich Iphemias Versprechen bereits bewahrheitet? Habt ihr etwas gelernt? Nun, deswegen unterhalte ich mich gerade ausgiebig mit Satrapinia hier. Sie ist wohl auch eine Priesterin, die einen anderen Kultus anbetet. Ganz interessant. Ja, mir wurde gesagt, sie sei die Hoherpriesterin der Bal-Khalil in Yarrakesh. Das stimmt doch, oder? Dem ist so. Wenn ihr Na. mögt, empfange ich euch gerne nach den 5 Tagen am ersten Brajanos. Ja, ich habe mit, ich weiß nicht, ob ihr mehrere Akolyten habt, mit einem eurer Akolyten gesprochen. Und er meinte, ihr könntet mir sehr viel mehr über
Nun ja, die Aufgabe erzählen, die ihr hier in Jerakesh erfüllt. Er ließ sie doch anklingen, dass es eine sehr wichtige sei. Das ist so. Wir halten alles unter Verschluss. Die Aufgabe, die uns damals vor vielen Jahrhunderten Rashtul al-Sheikh gab. Nun, ich habe den Eindruck, dass mein Heimatkult euch dabei keine große Hilfe war. Das tut mir sehr leid. Ihr kommt aus Yolfasa? Ich war dort Akolytin, ja. Dann ist dem tatsächlich so. Wir pflegen keine guten Kontakte dorthin. Ja, ich muss sagen, dass ich von dieser ganzen Sache nichts wusste. Aber nun ja, es ist bedauerlich. Und seid versichert, ich bin keinesfalls hier, um irgendeine Statue oder so zu stehlen. Würfel mal auf Geschichtswissen. Für dich ist sie gar nicht erschwert. Ja, ist wahrscheinlich auch besser so, weil so hoch ist die nicht. Du weißt, dass ihr eine Statue in eurem Raya-Tempel habt in Fasar. Und die ist ziemlich alt. Ist wohl auch eine besondere Statue, sagte deine Lehrmeisterin. Es ist eine Statue von Neftan. Ungefähr zweieinhalb Meter groß. Tulamin. Kann sie nicht sein. Die würde dann ja 1200 Jahre, nicht älter sein. Wenn sie dann tatsächlich von Rashtul al-Sheikh gegeben wurde, dann wäre sie ja bei euch in Fasar 3000, 4000 Jahre alt. Ich meine, dass Dinge in Fasar alt sind, das überrascht Tulamin jetzt tendenziell nicht. Aber das würde ja heißen, dass nach dieser Zeit die Fasarer quasi doch noch Erfolg hatten. Warum ist diese Statue überhaupt so wichtig? Ich meine, natürlich ein wertvolles kunsthandwerkliches Stück, aber deswegen einen so lang andauernden Streit anzufangen? Nun, das liegt daran, dass sie nicht nur eine Statue ist, sondern ein Alvaranya. Der Avatar von Leftan. Von Leftan? Valad Kilavatan. Sie nickt. Ah, ich verstehe. Nun, das macht sie natürlich unendlich wertvoll. Mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Mit keinem Versprechen der Welt. Nun, ich gestehe, ein wenig neugierig bin ich schon, aber ich möchte niemanden misstrauisch machen. Würdet ihr mir diese Statue denn zeigen? Ist das erlaubt? Ja, das würde ich auch gerne sehen. Wenn wir schon immer hier sind, nehmt mich doch mit. Natürlich, Asaban. Sie scheint ein bisschen zu überlegen. Würfel mal eine Überredenprobe. Herausragendes Aussehen gibt 3 Punkte, oder? Jupp. Und Wohlklang 2. Genau. Wohlklang. Du hast Wohlklang? Natürlich habe ich Wohlklang. Alter! Ich gebe mir größte Mühe, das darzustellen, also. Ich könnte jetzt was Kitschiges sagen, weil. Genau, tu mal nicht so, als hätte das Abel mir nicht auch. Ich werde das mal nicht mirakeln, auch wenn es Tulamin wichtig ist, weil ich glaube, dass gegen eine Belkelel-Priesterin könnte irgendwie komisch kommen. Außerdem namenlose Tage. Ja, das stimmt, aber die scheinen ja auch irgendwie anders zu sein hier. Ja, ich habe schon gezaubert und nichts Schlimmes ist passiert, also. Ja, sie, wie gesagt, überlegt kurz, nickt dann und nehmt euch dann jeweils rechts und links bei der Hand und geht dann über Treppen nach unten in den Keller. Ich schau mal, ob ich Rafims Blick auffangen kann oder überhaupt jemanden, der noch in der Nähe ist. Hassan verschwindet in den Schatten. Also, das ist also gut. Sie scheint das nicht zu bemerken, aber du weißt, dass er da ist. Okay.
dann treten gerade Boltax und Abelmir von dem Gespräch mit dem Jabmal Assad Balkalim zurück in eine Umgebung, wo ihr untereinander sprechen könnt. Rafim steht da noch und schaut auf die Pfirsiche. Wo sind sie denn hin, plötzlich? Da ist Rafim bei den Pfirsichen. Ja, alle sind weggegangen. Ich nehme an, die sind auch gerade Pfirsiche holen. Ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist, uns zu trennen hier. Naja, ihr seid hier zum Pfirsich holen nicht mitgekommen. Was soll ich machen? Ich dachte weniger an die Pfirsiche, mehr an die Umgebung. Wollte sich unser guter Schwarzmagier nicht die, die Chimären ansehen? Bestimmt ist er dort. Naja, ihr lasst mich mal schauen. Ich würde mal einen Blick in die Richtung werfen. Sehe ich irgendwo einen alten Schwarzmagier? Also, du kannst den Elemit erkennen, den Großkopter, der da immer noch neben seinen Chimären steht und die anpreist, während verschiedene Frauen und Männer drumherum streichen und mal die Muskeln anfassen. Du hast übrigens auch immer mal wieder den einen oder anderen, den du nur wegschicken kannst. Rafim, wollen wir uns einen Spaß erlauben? Willst du gegen einen von denen kämpfen? Ich sage, mein Kämpfer gegen deinen und dann kämpfst du gegen einen von diesen Mannwittern. Das halte ich für eine beschissene Idee. Wir wollten doch unauffällig bleiben und uns nicht mit irgendwelchen Dingern herumschlagen. Ach so. Ja. Außerdem, ich schätze die Chance nicht ganz schlecht sein, dass wir am Ende noch die Faunen gerade aufreiben müssen. Ah. Und ich freue mich schon. Ich verstehe. Wo ist denn Sulamit schon wieder hin verschwunden? Die war doch noch da. Naja, sie und andere Raya-Geweihte und wer auch immer die hübsche Frau da hinten war, sind zusammen abgezogen. Aber mir mal gucken, ob du intelligent genug bist, um rauszufinden, was die wohl gerade vorhaben. Gib dir 3 Versuche. Ich hoffe nicht, dass das ist meins im Sinn hast. Na, du musst deine Versuche schon sagen, sonst kann ich ja nicht runterzählen. Ihr meint erotisches Ménage à trois? Ja, die Vögeln jetzt da hinten, nehme ich an, wenn ihr das sagen wolltet. Ja, dann habt ihr recht. Oh, aber hier im ersten Versuch. Sehr gut. Ja. Na dann sollten wir sie wirklich nicht stören. Das würde sich ja nicht geziemen. Ja, das denke ich auch nicht. Vielleicht sollten wir nach Serpentin suchen. Er bringt sich bestimmt wieder in Schwierigkeiten. Nun? Keine Ahnung, wo der hin ist, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht sollten wir einfach, ich weiß nicht, auf gut Glück irgendwo hingehen. Wir werden uns schon irgendwo finden. Das ist eine gute Idee, Boltax. Wir teilen uns auf und jeder von uns geht in eine andere Richtung. Nein, wir sollten hervorragend. Wir sollten zusammenbleiben und dort vielleicht diese Treppe nehmen, probieren einmal. Meinst du diese Treppe? Naja, also ich finde, diese Treppe sieht viel besser aus. Gehen wir einfach. Ich habe einen Vorschlag. Wir haben ja Fex auf unserer Seite. Wir werfen eine Münze. Genau. Das hier ist Kopf, das ist Zahl. Ja. Wer bin ich, euch zu widersprechen? Dann Abelmir wirft die Münze. Wie schnippt man eine Münze? Würfel. Ich sag, gerade ist oben, ungerade ist unten. Ja, alles klar. Gerade, oben. Oh, hab ich doch gesagt, Boltax, das ist der Eingang. Die Götter sind mit uns. Gut, dann wohl auf dahin. Gut, dann schauen wir mal, was sich dort befindet. Die Götter der Treppe nach oben gehen, also 2-3 Schritte sind das nur. Und dann steht ihr in einem weiteren Treppenraum. Eine Treppe nach unten und ein Flur nach rechts. Aus dem Gang rechts könnt ihr hinter einem Schleier weinen hören. Wir sollten nach unten gehen. Unten verbergen sich die besten Sachen. Ich stimme euch zu. Unter der Erde ist es am besten. Nun, das meine ich zwar nicht, aber egal. Naja. Ich würde einen Blick hinter den Vorhang werfen. Ich will wissen, wer da weint und warum. Ja, wenn die anderen dich nicht aufhalten, kannst du sehen, wie dort Iphemia von Nahuabat auf einem Bett sitzt. Neben ihr siehst du eine weitere Frau, die wohl eine Maske trägt mit einem du siehst sie nur von hinten, zumindest sieht aus wie eine Sichel, die sie auf dem Kopf trägt oder ein Mond.
Mond, den sie auf ihrer Maske trägt. Ansonsten ist sie vollständig verschleiert. Kannst sie, wie gesagt, sonst nur von hinten sehen. Und eine dritte Person, die wohl kriegerisch nach der Hauptfrau Ishida Sab al-Basra aussieht. Und die eine Hexe scheint die andere zu trösten. Siehst, wie sie wohl feuerrote Augen hat. Und zahlreiche blaue Flecke, die wohl auf ihrem gesamten Körper erschienen sind. Kann ich mit Heilkunde Wunden rausfinden, ob das natürliche Verletzungen sind? Also sieht das so aus, als würde sie vermöbelt worden, oder? Ja, war für Heilkunde Wunden. Hatte also, eine üble Straßenschlägerei. Ich hab 4 Punkte. Also du siehst keine Verletzungen, also keine offenen Brüche. Sieht einfach aus, als würde ihr unter ihrer Haut es anfangen zu bluten und das sind irgendwie schon wieder, ja. Ja, sie ist also krank. Sie ist krank, sehr gut. Ja, mit den Augen, sie ist krank. Raffi macht Heilkunde. Krankheit, Knall. Die ist halt jetzt krank. Sorganpocken, ganz klar. Ich möchte mich daraus entfernen, vielleicht ist die Frau ansteckend. Dreht so ganz langsam zurück und lässt den Vorhang wieder zurückfallen und ach, da wollten wir ja lang, ja richtig, aber mir geh doch mal vor. Ja, ich gehe vor. Unten sind die besten Sachen. Sei vorsichtig, wo ihr hintretet. Ich gucke auch die Stufen an, ob. Ich habe zwar keine Ahnung von Fallen, aber ja. Ich gehe zur Not vor. Ich habe da keine Angst und ich habe gute Augen im Dunkeln. Okay, dann kannst du nach vorne gehen und stehst dann in einem sehr langen Durchgangszimmer. Überall an den Wänden sind ziemlich gammelige Matratzen, die du erkennen kannst. Und wenige Truhen, die dann wohl daneben stehen, die allesamt geöffnet sind. Irgendwelche Haken an der Wand. Das sieht aus wie Sklavenquartiere. Hier riecht's irgendwie unangenehm. Oh, hier riecht's ja ganz heimatlich. Ja, ich glaube, hier sind wir völlig falsch. Ihr sagtet, das Beste ist unten. Naja, aber müssen wir tiefer. Ihr wollt jetzt durch diese vergammelten Matratzen euch graben? Naja, also Raffin, sonst vielleicht wird dieser hinten noch wegräumen? Vielleicht ist da hinten was. Zeig mal eine besonders riechende Ecke. Ja, das ist ein Durchgangsraum. Dürfen wir mal überreden? Ganz schlecht, dass ich das tatsächlich machen würde. Ach, da hinten geht es anscheinend weiter. Meine Augen sind die Beste. Ja, das ist das Alter, aber mir und das viele Fett. Was für ein Fett? Ich finde, er sieht ganz. Also es sieht doch ganz adrett aus. Ich finde auch, ich bin topfit, könnte man sagen. Naja, habt ihr euch die Kleidung neu schneiden lassen? Man sieht doch einen Bauch ja gar nicht mehr. Ich habe nie einen Bauch gehabt. Ich bin nicht Boltax. Nun, zum Glück. Nun, schlimm. Nun, lass uns nicht über Bäuche und Aussehen streiten, sondern entfernen wir uns aus diesem Urraub. Es stinkt. Ja, durch dieses Durchgangszimmer hindurch, an den stinkenden Betten vorbei, bis ihr in einem weiteren Treppenhaus steht. Treppe hoch, Treppe runter und einen Gang, der weiter nach vorne geht, wieder mit einem Schleier verhangen. Der dürfte Schnarchen wahrnehmen. Ich denke, Boltax, jetzt gehst du vor. In Ordnung, ich luke einmal hinter den Schleier. Ja, ich ziehe den Schleier zurück und luge einmal in den Raum, wer denn da schnarcht. Wesentlich größere Zimmer, nur 4 Betten und in allen 4 Betten liegen Diener oder Tempeldiener. Also eher Tempeldiener, würdest du sagen. Also nicht so das gehobene Klasse, aber auch nicht ganz Abschaum. Und die schlafen allesamt. Und dort führen weitere Türen einmal nach draußen und weiter ins Innere des Palastes, wohl in die Mitte des Palastes, würdest du meinen. Ja, dann würde ich mal in die Richtung gehen. Gut, lässt du die Treppen so, wie sie sind. Kannst dann. Nee, jetzt gibt es immer eine Schleichenprobe. Alles klar, das ist kein Problem. Voltax, der Meisterschleicher. Ja, so ist es. Ich habe nur auf 8. Sorry, aber wenn du einen Dieb suchst, rufst du den Halbling an, nicht den Zwerg. Das sind 2 verschiedene Dinge. Die schlafen noch und du kannst sie auch schlafen lassen. Dementsprechend kannst du an ihnen vorbei
und stehst dann in so etwas wie einem großen Atrium oder einer Galerie. Es ist nicht ganz offen, zumindest nicht nach oben offen, aber nach unten kannst du an der Galerie sehen, wie dort unten, viele Meter nach unten, ein Zentrum dieses Cracks ist und dort siehst du eine Statue. Ja, wie tief ist es denn da nach unten? 7 Meter. 2 Stockwerke. Ich würde da jetzt runterklettern. Wir stehen immer noch vor dem Schleier, oder? Ja, meinetwegen. Oder? Ich weiß nicht, er hat uns nicht gerufen, also, keine Ahnung. Ich rufe euch nicht, wenn da Leute drin schnarchen. Oder zeigen zu, was wir folgen sollen. Ja gut, ich hätte euch dann schon gewunken. Okay. Wenn ihr seht, dass ich durch den halben Raum durchgehe, dann werdet ihr wohl nachkommen. Ja, hoffe ich. Wo kommen Diamantus und ich eigentlich raus? Stehen wir jetzt vielleicht einfach schon unten und können winken? Nee, ihr geht die Treppe nach unten und steht dann in einem großen offenen Raum. Viele Fenster, die hier abführen, und ein gewaltiges Bett mit Seidenvorhang. Zwei Thronen, die hier tatsächlich sind. Es gibt zum Bett hin auch einen Podest, sodass man dann 2 Treppen nach oben steigen könnte, um auf dieses Podest mit diesem Bett zu gelangen. Gewaltig ausladend. Große Sofen, die dort stehen, sodass man sich unterhalten könnte. Viele Säulen, ein Arbeitszimmer, ein Arbeitstisch, weitere Tische, mit denen man so eine kleine Konferenz abhalten könnte. Und das muss irgendwie das Zimmer sein von dem Herrscher. Du kannst 2 Sklaven erkennen, die hier wohl rechts und links neben dem Bett stehen und dich jetzt angucken. Wobei, nee, würfel mal eine Sich-Verstecken-Probe. Ihr macht das auch, oder? Ja, könnt ihr jetzt mal. Nee, nur du, er hat nur du gesagt. ich chip einfach mal die, ja, komm, ich chip einfach so mal die, was brauche ich denn, die 15? Und damit ist es gelungen. Ja, mit einem Punkt. Gut, dann bleibt hier im Schatten stehen. Das muss das, ja, ist das der Sultan von Jerkesh? Zumindest der ja, dieser. Von dieser Herrscher, von diesem Herrschergeschlecht eben. Diamantas legt Serpentilio wahrscheinlich noch die Hand auf die Brust, da er sowieso mal 2 Schritte vorgeht, vorher da direkt in den Raum reinmarschiert. Hey, sein Sklaven. Habt ihr gesehen, ob es dort weitergeht? Warte, scheint mir ein einzelner Raum zu sein. Ich habe mir den noch nicht ganz durchschaut. Scheiße, dieses also, große Bett. Dann sind wir hier. Hinter dem Raum führt da wohl ein weiterer Flur ab. Da müsst ihr aber durch den gesamten Raum gehen. Hinter euch, hinter diesem Treppenraum, könnt ihr nicht nur in diesen offenen Raum, sondern hinter der weiteren Schleier treten. Und da müsstet ihr wirklich huschen. Das ist schwierig, aber machbar. Ein weiterer Gang. Warum seht ihr euch nicht um? Und ich hatte die Stellung. Einer ist einfach erreichbar, einer ist unmöglich zu erreichen und einer ist schwierig zu erreichen. Wir können Sklaven auch einfach ausschalten. Sag mal, kannst du diesen Stellezauber, den Boltax immer macht? Unglücklicherweise nicht. Nicht gut, zumindest. Nun gut, wenn ihr unbedingt wollt. Also jetzt ja oder nein? Sonnigraves. Ja. Ja. Na dann. Ich will auch nicht, kümmere mich um die beiden. Ich wiege kurz den Kopf hin und her und spreche dann einen Silentium. Und zwar möchte ich mir zum einen Zeit lassen und zum anderen die Formel wegmodifizieren, denn die soll mich da drin jetzt nicht zaubern hören. Lass mich da kurz gucken, du weißt, dass die normale Variante ist die mitgetragene, ja? Ja. Gut. Dann, Frosty, du weißt es. Ich glaube, Zorg modifizieren ist die. Ich lasse mir Zeit. Plus die 7er für die veränderte Formel ist dann die 3, das wird halbiert auf die 2. Magieresistenz ist irgendwie 3. Das ist irrelevant. Der Silentium geht nicht gegen Magieresistenz. Genau, nur die Pst-Variante geht gegen MR. Silentium, okay. Wichtig wäre es, ich habe es nicht im Kopf, der THW ist wichtig für die Reichweite. War das halber THW-Radius oder ganz THW? Es ist maximal ZFW-Schritt-Radius. Ich merke gerade, ich muss das ansagen. Dann hätte ich gern, wie groß war der Raum in etwa? Warte mal kurz, das können wir abmessen. 40? 40 Schritt. 40 Schritt? Okay, dann nehme ich die 17.
Ja, warte, kostet mich das mehr? 12 Nein. meine ich, ja. Habe ich 17 gesagt? Warum habe ich 17 gesagt? Achso, weil ich maximaler Schwende 17, aber ich kann nur 12, ja. Kostet mich dann. Ich nehme 15 für 3 HSP. Ja, sinnvoll. Und dann nicke ich ihm zu, er wird selber merken, dass er leise ist. Und wenn er einen Raum betritt, versuche ich mich hinter ihm zu halten und nicht im Weg zu sein. Ja, ich weiß nicht, dass der Zauber nicht so weit ragt, denn Boltags Zauber reicht immer ziemlich weit. Boltags Zauber reicht auch nicht viel weiter, das müsst du wissen. Also okay, es ist still, aber ihr müsst halt... Er geht jetzt hin und kloppt die beiden um. Ich erinnere mich mal, als er den das gesamte Schiff still gemacht hat, Boltags, ja. Ne? Das ist tatsächlich passiert. Fühle mich auf der sicheren Seite. Ich ziehe meine Balestrina und laufe schnellen Schrittes hinein, so auf gut. Ja, ich laufe auf gut 20 Schritt heran und dann werde ich schon den ersten Schuss im Laufen abschießen. Sie würfeln auf Sinnesschärfe, aber mit 3 Würfeln anstatt mit 2.